In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr einen römischen Lichterfächer baut. Ihr benötigt römische Lichter und einen Fächer. Ich habe mir vor Silvester einen gebaut, einen 5er Fächer. Wie ihr seht, wurde er bereits verwendet. Da es Holz ist, kann man ihn mehrmals verwenden. Ihr könnt natürlich auch Pappe verwenden. Als erstes nehmt ihr euch die römischen Lichter und entfernt das Papier, bis die Visco frei liegt. Wenn ihr dies getan habt, steckt ihr die römischen Lichter in die einzelnen Öffnungen eures Fächers. So, jetzt müsst ihr ihn nur noch verleiten. Dazu könnt ihr alles nehmen. Rote, gelbe, grüne Litze oder eben auch Tape Match. Ich verwende sehr gerne Tape Match. Ihr nehmt euch das Tape Match und fangt auf einer Seite an, egal wo. Legt es rum, schiebt es richtig ein, damit es möglichst schnell abbrennt. Wenn es wie hier zum Beispiel nicht hält, ein einfacher Kabelbinder hilft. Und schon ist die Verbindung wieder gegeben. Jetzt nehmt ihr euch noch ein Stück Visco zum Anzünden. Und fertig ist der Fächer. Viel Spaß beim Nachbauen. Bis zur nächsten Folge.